Ich habe ihm klar darauf hingewiesen, dass seine Haltung zum Krieg in keinster Weise auch nur im Ansatz geteilt wird. Seine Haltung zum Krieg ist ja die einer Art Selbstverteidigung der Russischen Föderation, und er bezeichnet sie und hat sie wieder auch als militärische Operation bezeichnet, und ich spreche vom Krieg. Es ist ein Invasionskrieg eines großen militärischen Landes gegenüber einem kleineren, und es geht um die Besetzung des Landes, um die Ausschaltung der zivilen Regierung, zumindest in den anfänglichen Kriegszielen, hat man gesehen auf dem Marsch nach Kiew. Das Kriegsziel wurde nicht erreicht, jetzt werden andere Kriegsziele gesucht, und ich halte das eben nochmals, ich halte das eben für so wichtig. Man muss ihn damit konfrontieren, dass seine Sicht der Dinge in keinster Weise geteilt oder auch nur ein Verständnis dafür gibt. Der russische Präsident sagt, es waren die Ukrainer, also auch dieses Muster ist nicht neu in den Kriegen. Wir kennen das alle vom ehemaligen Jugoslawien und dem Bürgerkrieg dort. Wir haben auch deshalb leidenschaftlich darüber diskutiert, auch über die Wirkungen des internationalen Strafrechts und der Strafjustiz. Und ich finde gerade, dass ehemalige Jugoslawien und die Aufarbeitung des Krieges im ehemaligen Jugoslawien ein effizientes Beispiel dafür, dass hier alle Kriegsverbrechen aufgeklärt worden sind. Es gilt immer, alle Kriegsverbrechen zu klären. Und es braucht dafür aber die internationale Aufklärung. Es braucht die Vereinten Nationen. Es braucht die Unabhängigkeit von einem unmittelbaren Konflikt. Er misstraut der internationalen Staatengemeinschaft. Die Sanktionen, das war auch eine klare Botschaft, werden weitergehen, werden härter werden und schärfer werden. Und werden einen nachhaltigen Schaden für die Russische Föderation vor allem noch Jahrzehnte später bedeuten. Das wird mit einmal nicht reichen, das wird mit zehnmal nicht reichen, das wird vielleicht hundertmal notwendig sein, das zu tun. Aber ich finde, alles ist notwendig zu tun, damit wieder Frieden herrscht und damit die Menschen in der Ukraine sich erleben können. Und da braucht es eben dieses Zusammenwirken der internationalen Staatengemeinschaft, auch im Umgang mit Wladimir Putin.